Alles, was ihr über Aluminiumschweißen wissen wollt, ist unser heutiges Thema und damit herzlich willkommen. Alleine schon vom Gewicht her erkennt man, dass Aluminium ein sehr leichter Grundwerkstoff ist. Es findet Verwendung Automobilbau, Schiffbau, Fenster, Türen. Und durch seine vielseitige Anwendung hat Aluminium heutzutage eine große Bedeutung gewonnen. Aluminium zeichnet sich aus durch eine sehr hohe und sehr gute Wärmeleitfähigkeit. Und zum Zweiten haben wir auf diesem Aluminium hier eine Oxidschicht, die wir bei dem Schweißvorgang aufbrechen müssen, um das Innere des Aluminiums zu erschmelzen. Die Oxidschicht hat eine Schmelztemperatur von 2000 Grad. Aluminium als Grundmaterial hat eine Schmelztemperatur von roundabout 660 Grad. Man kann so etwas begünstigen, indem dass man im Vorfeld des Schweißens diese Bleche mit einer Bürste bearbeitet, einer Drahtbürste, um das Aufbrechen der Aluminiumoxidschicht zu erleichtern. Das heißt, das macht den Unterschied aus, dass Aluminium einfach nichts für Anfänger ist, sondern dass man ein bisschen genauer auf die Noten schauen muss, bevor dass man loslegt. Aluminium wird mit dem MSG-Prozess geschweißt. MSG unterteilt sich in Mixschweißen und Mackschweißen. Was ist Mixschweißen? Mixschweißen heißt Metall-Inertgas-Schweißen. Und das genau ist das Gas, was wir für das Aluminiumschweißen am häufigsten einsetzen, ist das Argon 4.6. Für dickwandige Bauteile könnt ihr auch Argon-Helium-Gemische verwenden, weil wir daraus einen höheren Wärmeeintrag erzielen, der uns wiederum hilft, die gute Wärmeleitfähigkeit dieses Materials zu kompensieren. Was muss man noch beachten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen? Das ist der Gasdruck. Dafür berechnen wir Drahtdurchmesser mal Faktor 10 ergibt Liter pro Minute Gasdruck. Zum Aluminiumschweißen empfehle ich euch eine Impulsstromquelle, beispielsweise unsere Titan XQ. Weiterhin solltet ihr darauf achten, dass ihr euch einen wassergekühlten Brenner anschließt. Dieser transportiert die anfallende Wärme optimal von der Schweißbrennerspitze weg. Ich habe euch hier den Aluminiumdraht, den wir später zum Schweißen verwenden wollen, mitgebracht. Er ist vakuumiert, das bedeutet, wir haben Feuchtigkeit und Nässe vom Schweißzusatzwerkstoff ferngehalten und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu den anderen Drähten. Aluminiumdraht muss so gelagert werden, dass es keine Feuchtigkeit zieht. Die sorgfältige und vor allem trockene Lagerung und Verarbeitung von Zusatzwerkstoffen ist ein wesentliches Kriterium zum Erreichen einer guten Qualität beim Aluminiumschweißen. Zum Aluminiumschweißen muss der Brenner umgerüstet werden, von der Stahlseele auf die Kombiseele. Aluminiumdrähte sind sehr weiche Drähte. Deswegen ist es wichtig, die Seele hier entsprechend abzulängen, damit kein Förderstau an dieser Stelle entstehen kann. Die Gasdüse ist eine Standardgasdüse und die Stromkontaktdüse, da müsst ihr ein bisschen genauer auf die Noten schauen. Und das ist eine, die mit einem A den Hinweis gibt auf Aluminiumschweißen. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium, denn der Aluminiumdraht dehnt sich beim Schweißen aus. Das ist bedingt durch seine Wärmeleitfähigkeit. Und deswegen ist das Auswählen dieser Stromkontaktdüse sehr, sehr wichtig, um ein optimales Drahtfördern zu erzielen. Ein Vierrollenantrieb, wie wir ihn bei EWM selbstverständlich haben, ist viel besser als ein Zweirollenantrieb, um einen sicheren und guten Drahttransport zu gewährleisten. Darüber hinaus verwendet ihr bitte die richtigen Aluminium-Drahtförderrollen. Aus dieser Tabelle rechts und links könnt ihr den Anpressdruck für Aluminium erkennen. So, jetzt zeige ich euch, wie der Draht eingesetzt wird. Und anschließend durch unseren Antrieb nach vorne gefördert wird. Thank you.
Der nächste Schritt ist jetzt, anhand dieser Jobliste den in Abhängigkeit von der Drahtqualität richtig anzuwählenden Job auszusuchen. In unserem Falle Job Nummer 84, ALS I5 unter Argon 100%. Nachdem ihr nun den Job ausgewählt habt, könnt ihr ihn hier vorne am Bedienpanel laden. Sicherheit beim Schweißen ist immer wichtig, besonders beim Aluminium durch die hohe Lichtbogenintensität. Schützt eure Haut und die Augen, sorgt für eine ordnungsgemäße Schweißrauchabsaugung. Aceton eignet sich hervorragend zum Entfernen von Öl- und Schmutzrückständen. Drahtbürste kann ebenso verwendet werden, sie eignet sich besonders, um die Oxidschicht aufzubrechen. So, wir wären jetzt soweit, dass wir schweißen können. Und was ihr machen müsst, damit die Schweißnaht so aussieht, wie ich sie hier geschweißt habe, das erkläre ich euch in einem nächsten Video zum Thema MIG-Aluminium-Schweißen.